Haben Sie in letzter Zeit ein Recall-Implantat erhalten? 2 Wochen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Surviving Mars. Wir sind wieder unterwegs auf der Mars-Oberfläche und in der letzten Folge haben wir ja einige ganz, ganz wichtige, ich sag mal, Reformen hier in unserer Mars-Kolonie an den Start gebracht. Ich hatte ja in den ersten 3 Folgen so ein paar Dinge nicht ganz so richtig gemacht und jetzt habe ich versucht, das ein bisschen zu korrigieren, ja, quasi das Ruder ein bisschen rumzureißen. Es wurde hier auch schon wieder ein neuer Sektor gescannt gerade. Huch, Moment, nochmal zurück. Und zwar, genau, wir scannen jetzt mal hier diese Randsektoren noch. Vielleicht gibt es ja da auch noch was Interessantes. Und dann haben wir unsere Ecke hier unten in der Karte eigentlich schon ganz gut aufgedeckt mittlerweile. Und dann würde ich mal sagen, wir schauen jetzt nochmal. Wir haben immer noch so eine leichte Stromknappheit. Das müssen wir mal unbedingt noch beheben, indem ich hier noch den letzten Stirling-Generator setze. Und den setzen wir mal hier unten in die Ecke, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, wenn wir das mal machen. Genau, und jetzt haben wir hier immer noch die eine Rakete, die wir neu angefordert haben mit den neuen Kolonisten. Die ist jetzt noch bei 31%, das heißt, die ist noch nicht da. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich lasse mal die Zeit ein bisschen schneller ablaufen. Jetzt ist die große Frage, was können wir ergänzend hier noch an den Start bringen, das uns noch ein bisschen weiterhilft. Wir haben ja jetzt schon Lager gebaut. Vielleicht sollte ich noch ein Metalllager aufbauen tatsächlich. Das ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. Und vielleicht sollte ich das nicht dahin bauen. Machen wir das mal wieder weg. Vielleicht sollte ich das lieber nicht dahin bauen, sondern eher so in die Nähe von unseren Produktionseinrichtungen hier unten. Weil diese Einrichtung hier braucht ja, glaube ich, Metall, ne? Nicht genug Edelmetalle. Ach, die braucht Edelmetalle. Okay, ah, verdammt. Die braucht eigentlich eher das da. Hm. Da müssten wir da hinten nochmal eine Kuppel aufbauen, tatsächlich. Haben wir denn genug Ressourcen für eine zweite Kuppel? Wir brauchen 80 Beton, das haben wir, 20 Metall, das haben wir, Cable fault reported. Und 10 Polymere. Pipe leak reported. Das haben wir auf jeden Fall alles, das wäre kein Problem. Das könnten wir hier hinten ganz easy aufbauen, werde ich jetzt auch mal tun tatsächlich. Kann ich das noch so aufbauen, dass da noch ein bisschen mehr drin ist in dem Radius? Nee, es geht nicht. Okay, wir bauen das mal so. Genau, so dass diese Rohstoffquelle da schön drin ist und dass die Pipes hier direkt auch die Kuppel verbinden. Genau, wunderbar. Und dann noch eine Stromverbindung hinlegen. Dann können wir schon mal die nächste Kuppel vorbereiten auch, ne? Ganz, ganz, ganz wichtig. Flupp. Perfekt. Ich hoffe, das ist da vorne auch ein möglicher Anschluss für Strom. Und damit wir hier ein bisschen so eine Fail-Safe-Sicherung haben, würde ich sagen, bauen wir hier drüben auch noch ein Stromkabel rüber. Wenn das geht, kann ich da durchbauen? Ne, es geht da nicht, aber ich kann hier so außenrum. Research complete. So außenrum verlegen kann ich das. Einfach nur so ein kleiner Fail-Safe, ne, damit hier, wenn hier bei der einen Stromleitung was passiert, bei der hier, dass die hier quasi das Backup übernimmt sozusagen. Forschung abgeschlossen, Treibstoffkomprimierung. Okay, dann können wir gleich mal von den wichtigen Forschungsprojekten, die jetzt noch anstehen, schon mal wieder welche hinzufügen, würde ich sagen. Da müssen wir mal gerade gucken. Welche ist denn das jetzt? Logé-Hochhaus? Stilllegungsprotokoll, genau. Das müssen wir unbedingt einreihen. Und als nächstes das Logé-Hochhaus. Dann können wir nämlich Apartments bauen in der nächsten Sphäre. Und dann können wir auch die Gebäudereste abreißen, wenn wir diese 2 Sachen erforscht haben. Ganz wichtig. So, unsere kleinen Rover, die sind jetzt hier damit beschäftigt, diese Sphäre aufzubauen. Das wird noch ein bisschen dauern. Die Mars-Kolonisten, die neuen, die sind auch noch auf dem Weg. Ich werde am besten jetzt mal hier diese eine Fähre hier, die werde ich jetzt schon mal wieder zurückschicken. Dann haben wir nämlich noch eine Fähre, die wir wieder hierher schicken können tatsächlich. Und dann können wir nämlich nochmal eine Frachtrakete holen. Wir brauchen nämlich dann doch nochmal ein paar Rohstoffe. Und zwar brauchen wir Polymere, wir brauchen Maschinenteile, wir brauchen elektronische Geräte, ganz viele. Und dann am besten noch ein bisschen, ja, eigentlich von den Sachen brauchen wir vor allem ganz viel. So, genau, dann geben wir halt hier mal ein bisschen Geld aus. Und dann noch vielleicht noch ein paar Fertigbauten, vielleicht noch einen Feuchtigkeitsvaporator, Stirling-Generatoren. Genau, das ist eigentlich das, was wir brauchen.
dann fordern wir das mal an. Und vielleicht auch noch eine Orbitalsonde zum schnellen Erforschen. Starten wir das mal. Genau, da haben wir nämlich noch eine Rohstoffrakete. Die hier ist wieder auf dem Weg. Und ihr seht schon, irgendwann kann man dann da auch so ein bisschen so ein Handelsdreieck oder ein Dreieckshandel, besser gesagt, erstellen, indem man die Raketen, die leeren, hier mit Rohstoffen vom Mars belädt, wieder zurückschickt, Geld bekommt und dann wieder mit Kolonisten und Rohstoffen oder Bauelementen wieder hierher fliegt. Das ist schon ziemlich cool. So, genau, jetzt haben wir hier Freundschaft. Freundschaft ist angekommen. Oder ist bereit zur Landung, sagen wir es so. Lassen wir die mal hier landen. Genau. Dann kriegen wir wieder Kolonisten. Anomaly found. Ah, eine Anomalie. Das ist perfekt. Das ist perfekt. War hier nicht irgendwo noch ein Rover? Genau, hier. Der Knabe, dem lassen wir das gleich mal hier erforschen. Kann er gleich mal machen hier. Kann da gleich mal hinfahren. Der Erkunder, der Mobile. Genau, unsere Kolonisten sind angekommen. Da laufen sie. Colonists have arrived. Das sieht so geil aus, wie die so hüpfen. Eigentlich ist es ja voll langsam. Hüpf, hüpf. Und da kommen sie an. Genau. Oh, da sitzt einer auf der Bank und entspannt sich und begrüßt die Neuankömmlinge. Ist schon cool. Nice. 12 Kolonisten. So, die müssten jetzt eigentlich auch die Arbeitsplätze, die jetzt frei sind, müssten die eigentlich befüllen. Wir haben immer noch 7 freie Arbeitsplätze. Wir haben aber noch 4 freie Wohnplätze auch. Also, wenn das jetzt so sich hält, die Waage, dann passt das eigentlich ganz gut hier mit der Aufteilung. Mit Wohn- und Arbeitsbereich. Wir können hier sogar noch Arbeitsplätze freischalten. Ich glaube, wenn ich jetzt für die gesamten... Genau, jetzt haben wir freie Arbeitsplätze 17. Also wenn ich jetzt hier die Schicht wieder schließe, dann wird nur die obere Schicht hier gefüllt. Genau, aber die können eh nichts produzieren hier. Das Gebäude benötigt Edelmetalle, um zu funktionieren. Deswegen pausiere ich diese Schicht hier mal. Und dann verteilen sich die Arbeitsplätze oder die Arbeiter, die verfügbaren, nämlich auf andere Gebäude erstmal. Das ist, glaube ich, auch erstmal schlauer. Und da müssen wir jetzt mal gucken. 3 sind jetzt arbeitslos. Dann würde ich doch mal sagen, wir bauen jetzt mal eine Treibstofffabrik hier. Oder Treibstoffraffinerie. Dann können die nämlich dann da drin arbeiten. Das ist sinnvoller, als wenn die da in der Fabrik arbeiten, wo nichts produziert werden kann quasi. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. So, machen wir das mal so, genau. Und dann brauchen wir da Strom. Oder der müsste eigentlich dran sein am Strom. Hier ist ja eine Leitung. Gucken wir mal. Ich mach mal die Zeit wieder ein bisschen schneller. Wie sieht's hier aus? Ah ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir den ganzen Beton darüber geschafft haben. Das dauert noch einen Moment, bis es soweit ist. Aber die Raffinerie ist fertig. Das ist ganz hervorragend. Ich glaube, die läuft sogar automatisch. Die braucht gar keine Arbeiter, ne? War das nicht so? Ich glaube schon. Da müssen wir mal gucken, dass hier die Bilanz noch stimmt. Stirling-Generatoren habe ich jetzt nämlich keine mehr. Dann bauen wir noch ein paar Windräder. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Windrad. Und ich mache das schon wieder viel zu zentral, aber egal. Ich baue das jetzt trotzdem dahin. Hier nochmal eine Solaranlage. Hier nochmal ein Windrad. Genau. Dann läuft das. Ja, wir müssen ja auch darauf achten, dass wir nachts genug produzieren. Wir haben nur so einen niedrigen Wasserüberschuss. Das ist ein bisschen komisch. Sicher, dass das hier alles reicht? Vielleicht sollte ich... Marsianischer Einfallsreichtum. Ein Durchbruch. Ah, hier unten. Das ist eine ganz besondere Technologie. Kolonisten, die auf dem Weg zum Mars geboren wurden, erhalten 10 mehr Leistungen. Nee, Kolonisten, die auf dem Mars geboren wurden. So rum. Nicht die auf dem Weg zum Mars geboren wurden. Ich lese schon wieder Quatsch. Genau, wenn jetzt hier die nächste Dings frei ist, müssen wir aber erstmal das Logé-Hochhaus erkunden oder erforschen. Und danach erst das hier. Weil das Hochhaus ist wichtiger als das. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, die bauen hier schon die Sphäre. Nee, sind immer noch am Beton sammeln. Immer noch am Betonchen. Genau, hier wird jetzt aber schon mal Treibstoff produziert. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir müssen noch ein bisschen mehr Wasser produzieren. Da hatte ich jetzt eigentlich noch vor, Feuchtigkeitsvaporatoren zu bauen, weitere.
Machen wir das doch mal hier. Bauen wir die mal hier unten auf. Direkt hier an der Leitung. So, dass sie sich nicht überschneiden. Also einen auf jeden Fall noch. Ich glaube, ein weiterer kann nicht schaden. Cable fault reported. Pipe leak reported. Oh, Pipe leak da an der Stelle. Das ist nicht gut. Das ist doch unsere Wasserversorgung, unsere wichtige da. Vielleicht sollte ich noch eine Wasserleitung darüber bauen. So eine Backup-Leitung ist vielleicht keine so verkehrte Idee. Vielleicht so von hier. Da so rüber. Genau, hier so rüber. Und dann hier rüber. Resources are low. Was ist low? Elektronische Geräte, oh oh. Meteor shower incoming. Oh scheiße, in 17 Stunden kommt ein Meteorschauer. Das bedeutet aber, glaube ich, nur, dass... Das heißt jetzt nicht, dass meine Base komplett pulverisiert wird. Das heißt einfach nur, dass hier in der Gegend, in dem ganzen Gebiet, halt Meteore einschlagen. Das ist jetzt nicht unbedingt so akut. So, jetzt gucken wir mal hier. Den sollten wir mal wieder zurückholen. Der verbraucht sonst unnötig Energie und steht einfach nur rum. Den holen wir mal wieder hierher. Kann er sich mal aufladen. Katastrophe beginnt in 15 Stunden. 14 Stunden. Gott, und dann haben wir die ganze Zeit hier fehlerhafte Lecks und Kabel. Aber da sind die Drohnen schon dran. Ich glaube, so eine Ersatzwasserleitung wie hier ist gar nicht so doof. Wir bauen da gleich nochmal einen Vaporator. Vaporator. Vehicle battery low. Jo. Genau, machen wir das mal so. So, Vehicle Battery Low. Bei wem? Ah, bei dem hier, okay. Der wird jetzt aber aufgeladen, alles gut. Genau, perfekt. Nice, nice. Also ein Wasser müssten wir jetzt eigentlich... Wir haben keinen Wasserüberschuss. Kann das sein, dass das liegt hier noch an dem kaputten Rohr, oder? Glaube ich schon. Jetzt haben wir wieder ein Wasser. Okay. Das lag an dem kaputten Rohr an dem einen. Alles klar. Alles gut, alles feini. Alles ist okay. So, jetzt ist halt die Frage, können wir noch eine Produktionsstätte errichten vielleicht, die noch sinnvoll ist? Eine Polymerfabrik zum Beispiel. Die ist gar nicht mal so sinnlos. Aber die würde ich ehrlich gesagt gerne... Ich würde gerne sämtliche Arbeitskräfte, die hier drin sich befinden, würde ich gerne auf die Fabriken verteilen. Tatsächlich. Und die Kuppel hier, die hier gebaut wird, da würde ich gerne dann so Sachen wie die Polymerfabrik drumherum setzen und hier diesen Edelmetallextraktor. Ich glaube, das ist ein bisschen schlauer. So verteilt sich das ein bisschen, weil hier sind halt auch nicht so viele Leute drin. Hier leben ja nur 28 Leute in der Kuppel. Das ist ein bisschen wenig. Ja, Cable fault reported. Was ist denn hier los mit den ganzen Cable faults, ey? Ich werde so feiern, wenn ich eine Technologie erkunde, die dazu führt, dass die Kabel und die Leitungen widerstandsfähiger werden, dass die nicht so oft leaken. Na, da werde ich so feiern. Oh, warte mal, hier ist ja... Ah, eine Nutzlastrakete ist da, das ist gut. Da können wir gleich mal... Die lassen wir mal hier landen. Wunderbar. Da haben wir nämlich wieder elektronische Geräte und so. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Jetzt müssen wir mal gucken. Tägliche Produktion, 12 Einheiten Treibstoff. Das heißt, diese zwei Raketen werden jetzt betankt. Genau die hier wird auch betankt. Das heißt, der Treibstoff, der hier fertig produziert wird, der wird in die Rakete transportiert und damit wird die Rakete wieder aufgetankt. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, die können wir dann auch demnächst wieder zurückschießen. Vielleicht noch bevor der Meteoritenschauer anfängt. Das wäre vielleicht ganz gut. Nicht, dass wir hier noch einen Schaden an den Raketen haben am Ende. Wir haben nämlich, glaube ich, gerade alle Raketen oder fast alle, die wir so im Betrieb haben, die sind gerade alle hier. Eine Anomalie, jawohl, sauber. Moment, das können wir gleich mal erforschen lassen. Genau, hier unser Erkunder, den schicken wir mal dahin. Wunderschön. Kriegen wir nämlich wieder Forschung. Dann können wir wieder schneller hier, ne, kommen wir weiter schneller. Ganz wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und dann können wir wieder hier neue Sektoren in die Warteschlange packen. Dann geht das auch wieder schneller. Humankind might be on the verge of a new golden age. And we have to be the ones who ride the crest of that wave.
Die Menschheit steht womöglich direkt vor einem neuen goldenen Zeitalter und es liegt an uns, auf dieser Welle des Erfolgs zu schwimmen. Vor uns liegt eine neue Ära wissenschaftlicher Entdeckungen. Wir können uns glücklich schätzen, Pioniere auf dem Mars zu sein, einem völlig neuen Territorium, wo hinter jeder Ecke neue Überraschungen warten. Wir sprechen hier von Entdeckungen, die die Menschheit und den Markt gleichermaßen verblüffen und einen gewaltigen Schritt in die Zukunft darstellen würden. Der Hauptgrund für die Gründung dieser Kolonie ist die Wissenschaft. Und es wird erwartet, dass wir die Grenzen des menschlichen Wissens überschreiten. Ziel: verfüge über 40 erforschte Technologien bis Sol 100. Aktuell erforschte Technologien 10. Oh Gott, da muss man ganz schön dengeln noch. Aber ich glaube, wir haben doch ein Forschungslabor, oder? Das haben wir doch gebaut, genau. Da können wir an sich mal noch eine Schicht freischalten. Hier, guckt mal. Wir haben ja noch 3 Arbeiter, die wir gerade nicht nutzen. Die waren ja arbeitslos, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir jetzt noch Arbeitslose hier? Nee, wir haben keine Arbeitslosen mehr. Okay, das ist gut. Weil dann geht die Forschung, glaube ich, ein bisschen schneller. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Können wir das sehen eigentlich, wie schnell die Forschung geht? Irgendwo war eine Zusammenfassung, glaube ich. Generierte Forschungspunkte oder so. Ich guck mal hier nochmal rein. Hier. Ah ja, Forschung pro Sol. 666, was für eine Zahl. Nicht schlecht. Aber das passt ja eigentlich. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, der Meteoritenschauer, der ist aktiv gerade, ne? Es müssten häufiger Einschläge kommen jetzt eigentlich. Wird hier gerade geforscht, ja. Ja, da hat man einen gesehen auf der Map. Da hinten ist er runtergegangen. Kann ich die Rakete hier schon zünden? Nee, noch nicht. Oh nein, schon wieder ein Leck. Eine Leckage. Gar nicht so gut. Komm, wir brauchen hier nur noch 2 Einheiten Treibstoff, dann können wir die Rakete losschicken. Ich würde die gerne losschicken schon, hier, die hier. Dass die da mal weg ist. Gleich können wir es. Jetzt können wir es. Was erstes Neugeborenes auf dem Mars? Ja, wir haben ein Baby. Wir haben ein Mars-Baby. Moment. Hier, genau. Erstes Neugeborenes auf dem Mars. Sol 33, nicht schlecht. Forschung abgeschlossen. Magnetfilterung. Okay, dann müssen wir das hier einreihen. Danach reihen wir das ein. Und dann müsste es eigentlich passen. Resources are low. Metalle sind niedrig. Oh Gott, wo sind die ganzen Metalle hin? Wir hatten doch gerade eben noch so viele. Okay, ich glaube, ich muss mal dieses mobile Fahrzeug losschicken, den Transporter. Den hier. Den müssen wir mal hier zu so einer Ressource schicken. Da. Da kann man ein bisschen was abfarmen gehen. Da kann man ein bisschen was holen. So, die Rakete hier, die ist jetzt betankt. Die lassen wir mal zurückfliegen. Research complete. Low-G-Antrieb, jawohl. Sauber. Da haben wir noch eine Forschung. Genau, jetzt packen wir das hier an die Warteschlange. Dann passt das. Nicht schlecht. Jetzt geht das hier richtig flott, meine lieben Freunde. Jawohl. Progress. Wir wollen jetzt endlich mal ein bisschen Progress machen. Sauber, sauber. So, hier hinten war die eine Anomalie. Die haben wir jetzt schon erforscht. Deswegen haben wir auch diesen Sprung gerade gemacht. Deswegen ist das auch so wichtig, dass wir die Sektoren scannen. Dass wir diese Anomalien halt erforschen können. Denn dann kriegen wir nämlich Forschungspunkte und boosten die Forschung ordentlich. Ganz wichtig. So, hier geht es auch langsam voran. Wir brauchen nur noch 20 Einheiten Zement. Wie viel Zement haben wir denn gerade insgesamt hier? 91. Das reicht eigentlich. Also es dürfte kein Engpass bedeuten. Ich glaube, die Drohnen sind gerade so ein bisschen lahm. Brauchen ein bisschen länger. Apropos Drohnen, wir können eigentlich mal hier hinten noch einen Drohnenhub errichten. Obwohl, nee, eigentlich ist es noch im Radius. Der Drohnenhub würde jetzt nur... Ja, sinnlos. Der wäre jetzt sinnlos so. Der würde ein bisschen viel verbrauchen. Hier könnte man einen hinbauen. Hier ist eigentlich gar nicht so doof, weil dann hätten wir hier eine Möglichkeit, ganz viel Metall abzufarmen. Aber ich meine, wir könnten das natürlich auch mit dem hier weitermachen, ne? Die Reihe, oder beziehungsweise die Reichweite, genau. Die Ladekapazität von dem kann man noch erhöhen, also die Tragkapazität und die Charge kann man bei dem auch noch erhöhen später durch eine Forschung. Das ist auf jeden Fall auch noch ganz wichtig. Dann kann der irgendwie viel mehr mitnehmen. Wenn wir das nicht schon gemacht haben, warte mal, muss ich mal gucken. Transportoptimierung ist das, genau hier. Der ferngesteuerte Transporter baut Ressourcen schneller ab, genau so war das. Und sein maximales Ladevolumen wird um 15 erhöht. Das ist auch eigentlich ganz wichtig. Wenn wir den jetzt hier mal zum Metallholen rausschicken. Sollte man das vielleicht im Hinterkopf behalten?
So, jetzt hat er 20 Einheiten geladen. Wir können ja mal gucken, wie sieht's hier aus? Wie sieht's denn so jetzt mit den ganzen Sachen mit Wasser und Strom aus? Wasser und Strom, das sind die Probleme, die haben wir jetzt in den Griff gekriegt. Genau, Nahrung haben wir auch erstmal genug. Jetzt neue Kolonisten holen lohnt sich noch nicht. Wir müssen erstmal warten, bis das hier fertig ist. Der ist hier noch fleißig am Farmen. Ah, ich hole den mal schon wieder zurück. Da kann er schon mal ausgeladen werden. Ich glaube, wir brauchen jetzt für die Mechanikproduktion hier, brauchen wir unbedingt neues Metall. Sonst haben wir hier ein Problem. Dann können wir nämlich keine neuen Maschinen mehr produzieren, Maschinenteile. Und dann leidet nämlich auch die Wartung. Denn hier brauchen wir zum Beispiel für die Wartung von der Treibstoffraffinerie brauchen wir Maschinenteile. Hier davon, von dem Betonextraktor, brauchen wir auch Maschinenteile, um den zu warten. Und so. Also, die sind schon relativ wichtig, die Teile. Deswegen sollte man das nicht aus den Augen verlieren. So, der ferngesteuerte Rover, den schicken wir mal hier rüber. Diese Drohnen, die nehmen wir jetzt mal hier rüber, weil dann können die nämlich auch ein bisschen mit beim Ausladen helfen hier. Wo war jetzt das Pipe Leak? Ah, da hinten. Das ist aber noch im Radius, oder? Ja. Was, Anomalie? Oh, oh, oh. Da müssen wir sofort forschen. Aber sofort, meine lieben Freunde. Hier ist er. Fahr mal dahin. Und forsch mal. Wieso ist denn das da hinten aufgedeckt worden, die Anomalie? Das ist aber eine random Anomalie, oder? Weil da haben wir ja gar nichts gescannt und nichts. Ach ja, apropos scannen. Wir haben doch noch auch noch Orbitalsonden angefordert gehabt. Moment. Da muss ich jetzt mal gucken. Können wir jetzt hier die Sektoren wieder aufscannen? Sector scan. Jawohl. Zwei Stück hatten wir gehabt, ne? Genau, dann haben wir hier ein bisschen den Prozess beschleunigt. Und hier haben wir eine unterirdische Metallressource entdeckt. Mit 675 Einheiten, nicht schlecht. Gar nicht so verkehrt. Sollten wir mal versuchen, auch mal auszubeuten demnächst. Dann haben wir auf jeden Fall weniger Engpässe mit Metall. Genau, Sektor gescannt. Perfekt, perfekt. Wie lange dauert das hier noch? 6 Einheiten fehlen hier noch an Beton. Dann wird die zweite Kuppel gebaut. Wie sieht es forschungstechnisch aus? Low-G-Turbinen werden auch erforscht. Läuft alles. Gleich haben wir auch noch eine neue Anomalie. Der ist auch schon fleißig dabei hier, der Knabe. 19 Stunden geht der Meteoritenschauer noch runter. Aber meine Ecke hier hinten ist so ein bisschen nicht betroffen davon, oder? Also es ist ganz schön gechillt hier eigentlich. Passiert gar nicht so viel. Okay, das ist nice. Das gefällt mir. Kann gerne so bleiben. Kann gerne so gechillt bleiben gerade. Habe ich nichts dagegen. Okay, meine lieben Freunde. Die laden hier immer noch fleißig aus. Ah, noch ein Scan ist fertig. Schauen wir mal. Okay, der Sektor hier. Dann können wir ja hier den gleich mit in die Warteschlange hinzufügen. Und ich würde sagen, wenn die Anomalie da hinten erforscht wurde, dann können wir ja mal... Research complete. Ja, Anomaly genau. Analyzed. Perfekt. Research complete. Das müsste jetzt hier die Forschung schön... Genau, hat die Forschung schön geboostet. Sauber. Dann forschen wir mal an der Transportoptimierung noch. Genau. Wunderschön. Und wir holen den Rover zurück. Hier war das, ne? Genau. Nicht, dass der hier noch ohne Energie da rumsteht und nicht mehr zurück kann. Das wäre ein bisschen schlecht. Und ich würde sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge Surviving Mars zu Ende. Wir haben wieder einiges geschafft in unserer Kolonie, wenn ich mir das hier so angucke. Sie floriert und gedeiht endlich nach ein paar kleinen Startschwierigkeiten. Geht es jetzt hier richtig zur Sache. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge Surviving Mars. Bis dann, ciao, ciao!